herzlich willkommen in Wien bei unserer Neujahrskonferenz der Parlamentsfraktion des Parlamentsclubs. Das Motto dieser Konferenz ist direkt bei den Menschen, kommunalpolitische Herausforderungen für die Bundespolitik. Und dieses Motto spiegelt genau die Bandbreite auch wider, dass wir unser Land gestalten wollen, sozial, vielfältig und innovativ gestalten wollen und wird genau deshalb auch zu Beginn des Jahres 2016 als Start für die politische Arbeit in 2016 auch diese erweiterte Clubtagung heute hier veranstaltet. Wir haben zu unserer Neujahrskonferenz ganz bewusst auch die vielen sozialdemokratischen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister eingeladen, Kommunalpolitiker, um eine bessere Zusammenspiel zwischen Bundespolitik und der Politik vor Ort der Umsetzung. Und auch Gratulation zu diesem Veranstaltungsformat, das den Kommunen meines Wissens erstmals so eine große Bühne bietet. Ich finde das ganz, ganz wichtig und toll. Und wenn ich mir was wünschen darf, dann eine Fortsetzung dieser Veranstaltung. Ich bin stolz auf diese Art der Zusammenarbeit. Ich bedanke mich bei euch dafür. Auch bei den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, die in ihrer Gemeinde viel zu erklären hatten, warum wir gerade auch im Bereich der Flüchtlinge zeigen, dass wir nicht nur den Rechtsstaat ernst nehmen, sondern auch etwas überhaupt für Menschen, die um ihr Leben bangen, die vor dem Krieg flüchten und die ein Zuhause brauchen. Da ist viel von euch geleistet worden. Das war eine große Leistung und ist eine große Leistung. Ich habe eine Aktion gemacht und zwar folgendes: Sie kochen den Kaffee, ich bringe den Kuchen während der Wahl. Jetzt ist es immer so, jetzt rufen die jungen Leute immer und sagen: Frau Bürgermeisterin, wie schaut es denn aus? Gibt es das nur mit der Kuchenkarte? Weil wir haben einen, der wird jetzt 18, nimmst du uns den Kuchen mit und wir haben eine Party, schaust vorbei. Also da sieht man einfach auch die jungen Leute, die reden bei uns jetzt in der Gemeinde, denen ist Politik jetzt nicht mehr wurscht. Es ist einfach auch ein Appell an die SPÖ, die jungen Leute die Chance zu geben, auch ihre Meinung zu sagen und sie auch zu hören und die Jungen auch vorzulassen. Weil oft ist es der Fall, dass die Leute erst zum Zug kommen, die Jungen, wenn der Zug schon längst abgefahren ist. Und das möchte ich nicht mehr. Und deshalb bitte ich euch in diesem Sinne auch die jungen Leute die Möglichkeit zu geben, auf den Zug zu springen. Wir sind die, die diese politische Kraft sein müssen. Daraus entsteht eine Obergrenze an Unmenschlichkeit. Daraus entsteht eine Obergrenze in der Armut. Daraus entsteht eine Obergrenze bei Flüchtlingen durch die richtigen gesellschaftspolitischen Maßnahmen. Daher danke euch für eure Arbeit. Gemeinsam schaffen wir das. Ich bin erstens sehr froh, weil es gibt den Konferenzteil, wo inhaltlich diskutiert wird, und es gibt den informellen Teil. Und ich merke, dass diese Konferenz optimal funktioniert, weil am Gang draußen bei einem Café sehr viel auch diskutiert wird untereinander, dass sich Leute auch kennenlernen, die sagen, hey hoppala, so eine aufregende Bürgermeisterin, wie zum Beispiel die junge Bürgermeisterin aus Altmünster oder andere Leute, wo ich sage, welche Ideen hast du bei dir, dieser Informationsaustausch, wie machst denn du das, wie läuft es bei dir, dass das ja auch eine wichtige Rolle ist. Und die ist gerade für mich auch als Clubobmann und für uns im Club auch wichtig, dass wir nicht da abgehoben irgendwo dahin schweben, sondern ja auch genau wissen, wie ist es vor Ort, wie kann man helfen vor Ort und was müssen wir im Parlament machen, damit es eben vor Ort auch besser funktioniert. Und das, glaube ich, diese Aufgabe hat gut funktioniert und daher ist mein Resümee, dass es gut war und dass wir sicherlich daran denken werden, im Jahr 2017 irgend so etwas Ähnliches oder vielleicht in einer neuen Form auch zu organisieren und dazwischen weiterhin im Sommer immer unsere Tour durch die österreichischen Städte und Gemeinden machen.